Deutsch, weil Capetto kenne der Schachielas, kann aber nicht. Letztes Jahr habe ich dieses wunderbare Palette von Gomela gekauft. Das ist Clementine, die Nippelcovers sind von ist aus Gold, auch von Hunkemüller. Da mir aber tollerweise der Slip nicht passte, habe ich einfach einen anderen gekauft. Das war der ist von Tessinus. Der heißt Lover. Das ist eine ganz normale Brustine. Und heute geht es um Strümpfe. Und zwar, ich habe in der Karnevalsabteilung letztlich einen Strumpf gekauft, der so aussieht. Und der andere ist von... Und zwar ein Purple. Also es geht heute um den Vergleich von einem aus Karnevals, also von der Karnevals-Shop-Abteilung für 5 Euro und der andere für 5 Euro im Sale. Ja, was gefällt euch besser? Für den habe ich mal vorsichtshalber einen Strapshalter mitgenommen, weil ich nicht glaube, dass der lange hält. Und weil wir ja gesagt haben, das ist halt eine Karnevals-Edition, machen wir jetzt noch ein bisschen Party und zwar mit Luftballons aufblasen. Oh, jetzt war der Fall, Luftballons aufblasen. Und dann probieren wir gleich mal die Strümpfe an und schauen einfach mal. Ich bin natürlich auch nicht super geübt da drin, nicht? Das ist so, wenn mir jetzt knallt und nochmal Pech gehabt. Deswegen, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ich habe jetzt noch einen zweiten Channel übrigens aufgemacht, mehr für Mode und Leggings. Da kommt jetzt noch was. Und ich würde euch bitten, einfach mal das Video bis zum Ende anzugucken, weil sonst sagt der YouTube wieder, ja, das ist nicht deine Zielgruppe und ach, ich weiß auch nicht. Genau, und jetzt kriege ich den Luftballon natürlich nicht hin. Okay, das ist eine ganz tolle Nummer wieder. Und ja, da seid ihr alle so scharf drauf und wollt unbedingt den Strumpf sehen. Ich glaube, das schütteln wir einfach raus, bis ich jetzt die Luftballons hier habe. Ich finde, Luftballons sind einfach cool, weil man total viel machen kann. Das sind übrigens billige Luftballons, die kann ich sehr empfehlen. Die sind von einem billigen Shop für 2 Euro oder sowas. Die sind echt cool, vor allem, weil sie ein bisschen Spaß machen. Passt mir large? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Wahrscheinlich wird er mir ein bisschen zu groß sein. Das ist der zweite auch schon wieder weg. Und der gehört eigentlich zu einer Corsage. Die habe ich mir ja auch gekauft im Purple. Aber ich weiß nicht, ob ich da alleine reinkomme. Das ist so die Frage. Und der wird mir wahrscheinlich viel zu groß sein. Aber den gab es halt leider Gottes nur noch in Purple. Das ist mir zu groß. Man sieht ja, er ist einfach definitiv viel zu groß. Ich kann nicht mehr bis hier oben hinziehen. Obwohl ich dachte, mir kommen für 5 Euro nehmen mit. Also er ist einfach zu groß. Aber ich denke mal, so für Fotos oder für Tryon Halls kann man sicherlich mal anziehen. Also falls ihn jetzt jemand kaufen möchte, gerne mail an mich, weil mir passt der partout nicht. Den könnte ich mir noch bis zum Bauchnabel ziehen. Aber ich dachte mir, die haben ja so viel im Sale rausgeschmissen. Ich probiere es einfach mal. Wie gefällt euch denn das Oberteil? Ich finde, das ist super. Das ist so richtig. Passt zu meiner Perücke. Die habe ich übrigens letztes Jahr im Sale in so einem Shop hier in München bekommen. Auch für 8 Euro oder so. Ich finde, die sieht so ein bisschen aus als 5. Element. Und der Strumpf ist allein schon beim Einsteigen so groß. Also er ist leider Gottes hier. Man sieht ja auch, dass er hier viel zu groß ist. Er lappelt so richtig. Also ich habe schon viele Strümpfe von Hunkemöller gehabt, aber der ist so riesig. Da ist auch so dieses Netzmuster, ist auch so riesig groß. Also da hätte ich wirklich eine SM gebraucht, obwohl ich mir wahrscheinlich auch zu groß gewesen wäre. Das ist, denke ich mal... Weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich so. Es gibt ja auch Männer, die Strümpfe tragen. Ich glaube, das ist so ein Männerstrumpf. Sag ich mal so blöd, weil der ist ja auch vom Muster schon so riesig groß. Also da weiß ich nicht so richtig. Der passt natürlich wunderbar zu meinen wunderbaren hier, zu meinen tollen Luftballons da. Passt der schon so ein bisschen zusammen, nicht? Also da passt der Strumpf natürlich super dazu, nicht? Bisschen so gesehen. Aber ich glaube einfach, das ist ein Strumpf. Jungs, wenn ihr auf Strümpfe steht, da ist es, glaube ich, eher. Das Netz ist so riesig groß. Okay, Luftballons. Okay, der war jetzt mal hingekommen. Ich liebe Luftballons. Den habe ich ja hier im Drugstore gekauft. Faschingsabteilung. Ich meine, ihr kennt ja auch sowas. Da kauft man mal so 5 Euro, nicht? Irgendwelche Strümpfe. Die sehen auch so aus. Ist Einheitsgröße, kaufe ich ungern.
Hier steht drauf, Original André Modell. Naja, mal gucken. Aber wenn man sich überlegt, dass das ja ein Stocking ist, der ja eigentlich so ein Gummi dran hat, nicht? Und das hier, das hat nicht mal ein Gummi dran. Das hat nur so ein komisches Bundle da dran, wo ich auch nicht wirklich weiß, wie soll der dann halten, ne? Also deswegen, jetzt ziehen wir mal den anderen wieder aus. Kann ein bisschen mit Lockenstrumpf an. Der ist natürlich jetzt feinmaschiger. Aber der hat oben nur so ein Gummiband dran. Deswegen habe ich den Strapshalter mitgenommen. Den ich übrigens hier, das ist der Strapshalter von Jackie von vor 2 Jahren von Hunkemöller. Den habe ich mal, glaube ich, irgendwann mal gekauft, auch billig. Es war ein sehr cooles Modell. Auch so hier mit dem Bändchen. Das passt jetzt auch sehr gut in L. Und jetzt gucken wir mal, ob der Faschingsstrumpf funktionieren könnte. Also was ich ja wichtig finde, das ist bei Hunkemöller nicht so, das Netz ist ja hier wirklich schon extrem, extrem breitmaschiges Netz. Und das sieht natürlich immer ein bisschen besser schon aus, aber ich finde, Hunkemöller hat ja auch so extrem seine Passgrößen geändert. Das ist auch super teuer geworden. Aber ich will jetzt keine Werbung machen. Es kommt ja Ende des Monats, kommen die Shopping Days. Also diese Glamour Shopping Days. Wenn ihr in Deutschland seid, 20% macht Hunkemöller auch wieder mit. So. Also er passt zwar, aber also ich weiß nicht. Ich finde, er sieht einfach billig aus. Wie findet ihr den? Also der hat hier einfach auch kein Silikonband, sondern hat einfach nur so ein Gummiband, nicht? Ich glaube, so auf die Dauer würde der wahrscheinlich, wenn du so auf einer Faschingsparty bist, wirklich echt super rutschen. Und jetzt gucken wir mal, wie das hier so aussieht. Also das soll dann so halten, ne? Ob das wirklich so hält. Also ich glaube, wenn ich mit dem Gag gehen würde, würde ich wahrscheinlich noch einen Strumpfhalter anziehen. Ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt das Gummiband in den Strumpf kriege, aber ich würde vielleicht höchstens den Strumpfhalter hier oben dran machen. Na, also das ist vor 2 Jahren gekauft. Gibt es übrigens auch nicht mehr. Jackie gibt es leider nicht mehr. Der ist wirklich. Leider Gottes gibt es immer so Größen bei, finde ich, bei Hunkemöller, die dann irgendwann echt komplett ausverkauft sind. Da kannst du auch nichts mehr kaufen danach. Das geht nicht mehr. Und findet ihr, dass mein Look zu Karneval passt? Passt natürlich jetzt nicht, aber es ging ja eigentlich nur um einfach zu überlegen, wie könnte man die Strümpfe irgendwie hier dran machen? Funktioniert das nicht? Und, also das ist ein Strumpf, mit dem ich teilweise garantiert nicht draußen weggehen würde oder nicht auf eine Faschingsparty, weil den Strumpf habe ich irgendwann unten. Das bringt gar nichts. Aber er würde zumindest immer hier dran gehen. Ich glaube, dann sitzt das ja, sieht das ganz witzig aus. Also ich habe weiß damals gekauft, obwohl ich nicht mal einen weißen BH habe. Diesmal bei der Kollektion ist was dabei, obwohl ich finde, Hunkemöller super teuer geworden. Und da warte ich erstmal ein bisschen ab. Das sind ja wieder, ich hoffe, da kommt was Neues, neue Styles und so, damit ich nicht mal ein weißes BH kriege. Könnt ihr mal sagen in die Comments, welcher Strumpf euch besser gefällt? Es ist natürlich ein bisschen schwer, den da dran zu fummeln, weil der ist ja eigentlich kein Strapsstrumpf, sondern es ist eher ein Partystrumpf, den man, weiß ich auch nicht. Genau. Und das Oberteil, was ich anhabe, das habe ich übrigens noch in Pink, war ja klar gewesen. Ihr wisst ja, dass ich Pink liebe. Das habe ich in Pink noch. Habe ich noch nicht angehabt, kommt demnächst noch als Pink. Also es könnte funktionieren, man könnte den wirklich dran machen. Die Formel ist hinten nicht dran. Ich zeige das jetzt nur mal so. Also wie gesagt, wie findet ihr dann jetzt hier so? Könnte man das machen, so ein bisschen zum Aufpumpen, noch mit meinen Luftballons. Also deswegen, wenn ihr mich cool findet oder was ihr cool findet, dann subscribt doch einfach. Ansonsten wünsche ich euch was. Danke fürs Zugucken. Und ihr könnt ja nochmal sagen, wie ihr meinen Look findet. Und ja, heute war es dann kurz mit mir. Und ja, freue mich auf euch und schreibt schön die Comments und schaut doch einfach das Video bis zum Ende, damit YouTube weiß, dass es ein cooles Video oder so. Ne? Bis dann. Ciao, ciao.